1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind jetzt am Anfang, so 10 Minuten ungefähr, erstmal in kleinerer Runde. Das heißt, wir sind hier im Radio bei 1Live und im ARD-Sender 1 Festival und das WDR Fernsehen kommt dann dazu. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ruft an, meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Und meine erste Anruferin, das ist... Ich vermute mal, dass das ein Frauenname ist. Remal, 25. Hallo? Hallo Domian, nee, ich bin Kemal und ich bin männlich. Du bist ein Mann, das heißt Kemal. Ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem. Kemal, du hast dich bei mir gemeldet. Warum? Richtig, ich hatte mal vor ein paar Tagen angerufen, wo das Thema Ärzte frisch war. Ja? Ja, und zwar ist mir das auch passiert. Was ist passiert bei dir? Also, das liegt ungefähr 6 Jahre zurück. Ja? Ich hatte Kraftsporttraining damals gemacht, also Bodybuilding. Ja? Und hat am Tag Beine trainiert, Beinmuskulatur. Ja. Und am Abend habe ich einen Schmerzen gehabt im Bereich der Leiste und hatte vor 2-3 Jahren vorher mal einen Leistenbruch gehabt und die Schmerzen kamen relativ eigentlich identisch wie damals. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, habe dann gesagt, hört, ich habe hier im Bereich der Leiste Schmerzen, ich vermute mal, dass ich das in der Leiste habe. Ja. Und dann halt kam der Arzt und hat mich halt dann hier und da mal ein bisschen abgetastet. Mhm. Es erfolgt, denke ich, keine große Untersuchung. Und dann meinte er direkt, ja klar, du hast einen Leistenbruch. Mhm. Und dann sagt er, wie, morgen früh operieren wir dich. Alles gut. Nun kann man ja eigentlich, wenn man Verdacht auf Leistenbruch hat, den hatte ich auch schon zweimal, das kann man relativ gut diagnostizieren, wenn man das geschickt abtastet als Chirurg. Das hat man nicht gemacht richtig bei dir, oder wie? Ja, mehr oder weniger. Da hat man mich auf jeden Fall operiert, wie gesagt, am nächsten Morgen. Ja. Und ja, dann bin ich irgendwie komischerweise nach, also viel zu lange irgendwie, weiß ich, also das Aufwachen hat länger gedauert. Mhm. Und als ich aufwachte, habe ich am ganzen Körper Schmerzen gehabt, wie überall Stiche halt am ganzen Körper. Mhm. Das fing schon in der Intensivstation an, dass man mich blöd behandelte. Mhm. Da sagte man, ich habe gesagt, ich habe kalt und ich habe überall Schmerzen. Da meinte man, kann ich nichts für. Ist ja schon, wenn ich unterbrechen darf, ist ja schon sonderbar, dass man auf einer Intensivstation aufwacht, wenn man nur am Leistenbruch operiert wurde. Ja, es war alles ziemlich komisch, wie das abgelaufen ist. Mhm. Aber ich, dass ich in der Intensivstation gelegen habe, habe ich erst später erfahren. Mhm. Naja, auf jeden Fall kam ich dann irgendwann nach 1-2 Tagen auf oben halt auf ein normales Zimmer. Ja. Und da fragte ich irgendwie, kam es halt dazu, dass ich gefragt habe, was eigentlich war und dass ich beim letzten Mal nicht so viel Schmerzen hatte wie dieses Mal. Mhm. Und dann sagten die zu mir so, ja, so, wir müssen dir noch was erklären. Wir haben beim Stechen haben eine Blutvene getroffen. Mhm. Und aufgrund dessen hast du eine innere Blutung gehabt. Oh. Da fiel ich schon fast vom Glauben ab. Ja. Und da sagte man, dass aber nichts Schlimmes ist. Wir haben die Blutung gestoppt. Mhm. Du kannst nach ein paar Tagen nach Hause gehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja super, alles klar. Ja, das vergingen 2 Wochen. Auch bis zum 16. Tag habe ich jeden Tag Schmerzen gehabt. Ich habe mich immer übergeben. Mhm. Die haben mir Tropfen und Tabletten gegeben, was mir nicht geholfen hat. Mhm. Da habe ich immer wieder Erbrechen gehabt. Und das Einzige, was mir geholfen hat, war Morphin. Und also das fing schon damals an, dass sie mich schlecht behandelt haben. Ja. Also egal, worum es ging. Also ich habe geklingelt, die Schwester kam nach 45 Minuten, ja, weil das denen auf den Nerv fiel, dass ich halt andauernd geklingelt habe. Mhm. Man glaubt mir meine Schmerzen irgendwie nicht. Und die sagt, dass ich Spaß daran habe, andauernd zu klingeln. Mhm. Also es klingt ja jetzt wirklich so, als sei da irgendwas Dramatisches schiefgelaufen. Was ist da schiefgelaufen? Lange Rede, kurzer Sinn, das kam erst dann raus, weil meine Eltern sich bei der AOK beschwert haben und die hat dann Druck gemacht bei dem Krankenhaus. Mhm. Am selben Tag haben die dann halt mal recherchiert, was ich haben kann wahrscheinlich. Man weckte man mich gegen 12 Uhr nachts und sagte mir, dass ich dringend operiert werden muss. Ich hätte einen Darmverschluss. Ach. Ja, dann fragte ich mich. Wie lange lagst du da schon im Krankenhaus nach der Leistenbruch-OP? Also am 16. Tag. Am 16. Tag. 19. April 2000 war das. Dann teilte man mir mit, dass ich halt einen Leistenbruch habe, dass das aber jetzt, einen Darmverschluss habe und dringend operiert werden müsste. Dann habe ich gesagt, aber bei Ihnen möchte ich keine Sekunde bleiben. Rufen Sie bitte meine Familie an, ich möchte weg von hier. Mhm. Ja, dann kam halt mein Vater und mein Bruder an, dann hat man rumtelefoniert, die Ärzte, dann hat man mich ins Klinikum gebracht. Ja. Klinikum Aachen, wo ich wirklich also 1A behandelt wurde, sage ich mal. Mhm. Und da wurde ich auch 3-mal operiert.
lange Rede, kurzer Sinn, als sie die innere Blutung verursacht haben, hätten sie die Blutung reinigen müssen. Das haben die nicht. Und aufgrund deswegen, weil sich Blut in der Bauchhöhle fand, hat sich der Darm entzündet. Mhm. Ja, das haben die ja. Stimmte denn die Diagnose Darmverschluss? Das stimmte. Aber als das Krasse war, als ich ins Krankenhaus kam, hatte ich gar keinen Leistenbruch. Es war nur eine Muskelüberanstrengung. Ach so, das fing also schon mit einer anfänglichen Fehldiagnose an. Man hätte dich gar nicht am Leistenbruch operieren dürfen. Richtig, also die hätten. Aber in dem Moment, als die aufgeschnitten hatten, müssen die doch gesehen haben, dass die Leiste in Ordnung ist. Also die haben damals das nach so einer amerikanischen Art und Weise gemacht, dass die Operation. Das erfolgte durch einen Stich, durch den Bauchnabel. Ach sowas. Und dann noch von der rechten Körperseite irgendwo halt, weiß ich nicht, 15 cm Abstand oder so. Und aufgrund deswegen beim Stechen halt hat man dann die Blutzähne getroffen und dann hat man halt innere Blutung verursacht, was eigentlich nicht schlimm war. Aber die hätten halt die Blutung sauber machen müssen, was sie nicht gemacht haben. Ja. Also ein rundherum vermurkster Eingriff, den du bezahlt hast mit sehr vielen Unannehmlichkeiten und vor allen Dingen Schmerzen. Was ist dann aus der Sache geworden? Hast du die oder habt ihr und deine Familie oder du das Krankenhaus und die behandelnden Ärzte angezeigt? Richtig, also ich habe die verklagt. Und dann bin ich zuerst mal zum Anwalt gegangen, der 3-4 Monate gar nichts getan hat. Dann bin ich zum anderen Anwalt gegangen und der hat dann natürlich Vollgas losgelegt. Ja. Dann die absolute Härte war, dass der mich operierende Arzt argumentierte mit dem Sätzen, ja, was kann ich denn dafür? Der Patient kam und klagte über Leistenschmerzen und sagt, ich teilte mit, dass er ein Leistenbruch wahrscheinlich hätte. Mhm. Also das hieß, hätte ich jetzt gesagt, ich habe Herzschmerzen, hätte mir wahrscheinlich mein Herz rausgeholt. Unfassbar, ja, wirklich unfassbar. Das Ganze liegt jetzt 6 Jahre zurück. Was ist aus dieser Klage, aus diesem juristischen Verfahren geworden? Also ich habe 3,5 Jahre hat das gedauert, weil die Unterlagen nicht geschickt wurden, dann wurden die falsch geschickt zum Anwalt und zum Gericht. Das alte Lied, ja. Ja, ich habe auf jeden Fall also vor Gericht Recht bekommen. Du hast Recht bekommen. Das Verfahren habe ich gewonnen. Du hast Recht bekommen, das ist ja eine tolle Sache. Wie viel Schmerzensgeld hast du, ist dir zugestanden worden? Also ich habe damals circa um den Dreh von 15.000 Euro bekommen. Mhm. Eigentlich war das lächerlich, wenn man bedenkt, dass ich im Klinikum 5 Wochen nichts zu essen bekommen habe. Ja. Nichts zu trinken, ich durfte weder noch essen noch trinken. Und wie viel Mal bist du insgesamt operiert worden? 3-mal? Also das fing ja mit dem Leistenbruch-OP an und dann noch 3-mal im Klinikum, also insgesamt 4-mal, also für alles für nichts. Mhm. Und das Schlimme war in der Geschichte, das Schlimme war halt, dass ich 5 Wochen nicht zu essen, nicht getrunken habe und dann vorher wog ich 84 Kilo circa, also auch durch Training halt und dann am Ende wog ich dann 50 Kilo bei 1,84 Meter. Ja. Aber ich bin froh, dass du dieses Verfahren angeregt hast und vor allen Dingen noch vorbindig, dass du Recht bekommen hast. Ja. Das zeigt auch wieder, dass man muss sich wehren, wenn so etwas passiert ist. Wenn es auch noch so kompliziert ist und wenn auch noch so viele Hürden vor einem liegen, man muss es machen. Da sind natürlich 15.000 Euro, steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem, vielleicht, was man durchgemacht hat. Ich hatte ja in meiner Sendung auch ganz schwerwiegende Fälle von Amputationen, was man ja gar nicht mit Geld wieder gut machen kann letztendlich, was da versaubert wurde. Auf gar keinen Fall. Also wir hatten auch ursprünglich das immer Anwalt, das war jetzt am Anfang zu den Marktzeiten, hat er extra ein bisschen hoch angesetzt, hat er mit 100.000 Mark geklagt, also 50.000 Euro. Dann habe ich ja gerade mal so gesehen fast ein Drittel davon bekommen. Sag mal, Kemal, wenn einem sowas passiert ist, mit welchem Gefühl gehst du heute, wenn irgendetwas ist, wie gehst du zum Arzt? Mit welchem Gefühl? Also schon, also wenn es um eine Großoperation geht, dann kommt alles natürlich hoch. Vor kurzem wurde meine Freundin in der Hand operiert. Und da habe ich auch also für jede Kleinigkeit immer nachgefragt was kann passieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sowas hinter sich hat, dass man so grundskeptisch ist, dass man am liebsten überhaupt gar keinen Arzt mehr an sich ranlässt, nur im absoluten Notfall. Richtig, es ist schon so, weil im Endeffekt sind das auch nur irgendwo halt zwei Menschen, aber man hat Angst, weil das sind Menschen, die studiert haben, jahrelang und es gelernt haben. Und wie man halt sieht, ich habe ja an dem Tag, wo habe ich auch natürlich zugehört, da waren natürlich viel, viel krassere Fälle. Da denkt man echt schon, also weißt was heutzutage soll es passiert. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich finde das Schlimme daran, natürlich ist ein Arzt auch nur ein Mensch. Und ein Arzt macht auch Fehler. Das ist ja auch völlig normal. Aber ich finde das Erschreckende an fast allen Fällen, die ihr mir erzählt habt, dass fast nie mal ein Wort des Bedauerns ausgesprochen wurde. Dass nicht von dem Arzt gesagt wurde, ja, ich habe einen Fehler gemacht, entschuldigen Sie bitte, das kann passieren und wir versuchen gemeinsam jetzt das Beste rauszuholen. Dass dann immer noch gelogen wird und schön geredet wird, und das finde ich so erschreckend an der Sache.
allein die Argumentation von dem Mann, das war wirklich also schockierend, wo er sagte, der Patient klagt über Leistenschmerzen und hat auch, dass er wahrscheinlich einen Leistbruch hat. Ja, ja. Also das ist doch kein Argument, sowas. Ja, ja. Also, gut, dass es dir wieder gut geht, Kemal. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Liebe und alles Gute für dich und deine Freundin und Familie. Darf ich noch jemanden schnell grüßen? Ja, mach, bitte. Und zwar meine Freundin Jennifer, bei der ich eigentlich jetzt sein müsste. Ja. Ja. Grüße an die Jennifer. Alles klar. Kemal, okay, mach's gut, tschüss. Mach's gut, ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und warten auf die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Meine Lieben, jetzt begrüße ich auch ganz herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Wir sind ein bisschen später im WDR-Fernsehen und bitten, das zu entschuldigen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind auch da, wir sind auch hier. Und wir haben heute eine Freitemennacht, wie immer mittwochs. Und ich freue mich auf eure Anrufe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domain@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Renate. Und Renate ist 80 Jahre alt. Hallo Renate. Hallo. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du mich angerufen? Ja, also es geht darum, dass ich mich in meinem hohen Alter noch wahnsinnig verliebt habe. Aha. In meinen Kurarzt. In den Kurarzt? Mhm. Wann ist das passiert? Das ist passiert voriges Jahr im Oktober. Voriges Jahr im Oktober. Wie alt ist der Kurarzt? Der Kurarzt ist 62. 62, da ist schon ein bisschen Altersunterschied da. Ja. Ja. Wie lange lebst du schon alleine? Ich gehe mal davon aus, dass du alleine lebst. Ja, mein Mann ist verstorben voriges Jahr im Juli. Ach so, noch gar nicht so lange. Nee. Ja. Aber ich muss dazu sagen, das war keine Liebesheirat, nicht? Das war eine Vernunftsehe. Wie lange warst du mit ihm verheiratet? Ja, wie lange? Moment mal, wie alt ist unsere Tochter? 43 ungefähr. 43 Jahre, lange Zeit. Mhm. Eine Vernunftsehe, heißt das, dass das so einigermaßen gut gelaufen ist? Oder? Ja, das wohl, ja. Aber es war keine Liebesehe. Ne? Warum habt ihr damals geheiratet? Ja, warum? Weil ich das erste Mal war ich verheiratet mit einem Mann, das war der reinste Schürzenjäger. Und da spielte es auch finanziell, das klappte auch nicht. Also ich ging da so quasi, wenn ich bei ihm geblieben wäre, für die Hunde wäre ich gegangen. Und dann habe ich mir gesagt, dann lieber einen einfachen Mann und der treu ist und wo auch in Geldsachen alles stimmt. Und das war auch bei ihm. Das war auch so. Also aber, ja, das muss ich sagen. Aber das Herz war nicht dabei. Nein, nein. Hast du dich denn in all diesen vielen Jahren, 43 Jahre ist ja eine irre lange Zeit, hast du dich da mal heimlich in jemand anderen verliebt? Nein, gar nicht. Nein, ich war noch nie richtig verliebt. Ist ja Wahnsinn. Und das muss jetzt, in meinem Alter noch kommen. Renate, das finde ich unglaublich, unfassbar, wenn du sagst, dass du noch nie verliebt warst und jetzt mit 80 Jahren bist. Ja, ich kann das selbst nicht begreifen. Freust du dich darüber? Oder ist ja, sicher freue ich mich darüber. Ich bin aber auch manchmal sehr, sehr traurig. Ja. Also es vergeht kein Tag, wo ich nicht heulen muss. Ne? Weil du denkst, da ist so viel Zeit vergangen. Nicht nur allein die Zeit vergangen, aber weil er doch sich so ein bisschen reserviert hält. Ja, lass uns mal darüber sprechen. Also du bist sehr verliebt in ihn. Wie weit gibt es denn überhaupt einen Kontakt, dass ihr euch trefft? Also ich war ja vorher, treffen können wir uns überhaupt nicht. Er ruft ja auch nicht an und schreibt auch nicht. Ach so. Aber voriges Jahr war ich ungefähr, weil ich ja da in Kur war, das mein Kurarzt, da war ich ungefähr 3-4 Mal
bei ihm in der Praxis. Mhm. Und da war schon so ein bisschen, also merkte ich schon, dass da irgendwas war, dass ich ihn mochte. Von deiner Seite aus? Ja, von meiner Seite aus. Ja. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal aus seiner Praxis raus bin, habe ich mich an der Tür noch umgedreht und habe zu ihm gesagt, er wäre ein sehr netter Arzt. Mhm. Ich weiß nämlich, er ist nämlich auch unheimlich einfühlsam. Ja, ja, also ein guter Gesprächspartner. Und das hat mich auch irgendwie schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass ich so ein bisschen irgendwie, war schon übergesprungen, der Funke. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken soll. Ja, der Funke, da hat es gefunkt ein bisschen. Ja. Mhm. Ja, und dann sagte ich nochmal, muss ich denn jetzt nicht nochmal kommen? Und sage ich, müssen Sie mich nochmal untersuchen? Und sagt, das ist nicht nötig. Da habe ich gesagt, ach, sage ich, Herr Doktor, das sehe ich Sie ja gar nicht mehr. Dann sagt er, Sie können jeden Tag zu mir kommen. Aha. Naja, und einmal, wie ich auch bei ihm war, da habe ich gesagt, Herr Doktor, darf ich eine Aufnahme von Ihnen machen? Ja. Denn ich hätte gerne eine Erinnerung von Ihnen. Ja. Ja, und dann hat er sich hingesetzt und hat gelacht. Und dieses Bild steht natürlich neben mir und das hat mir den Rest gegeben. Und weiter ist noch nichts passiert? Nein. Ihr habt euch kein Mal privat getroffen? Nein. Es findet alles quasi in deiner Fantasie statt. Ich weiß auch gar nicht, ich nehme mal an, dass er verheiratet ist, aber ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe auch nicht gesehen, ob er einen Ring am Finger hatte. Das hat mich auch noch gar nicht irgendwie interessiert. Hast du ihm denn mal geschrieben? Ja, also ich hatte ihm in der Adventszeit geschrieben, weil ich das Bild hier ja hatte und ich denke, oh, schickst du ihm das Bild, weil er so nett geworden ist. Mhm. Und da denke ich, oh, der würde sich hier irgendwie da drauf mal bedanken. Ja. Nein, es kam nichts. Nichts. Dann habe ich ihm zu Weihnachten geschrieben und da habe ich ihm aber schon offen geschrieben, dass ich ihn in mein Herz geschlossen hätte. Ja, wobei das heißt ja noch nicht unbedingt verliebt sein. Naja, aber ich meine, ich habe dieses Wort Liebe überhaupt nicht gebraucht. Nee, den Brief absichtlich nicht. Ja. Ich musste auch vorsichtig sein. Und aber die ganze Umschreibung, wenn man das liest, merkt man doch, die Frau ist verliebt in mich. Wenn er ein feinfühliger Leser ist und feinfühlig ist er, sagst du, müsste er das kapieren, was dahinter steckt. Ja, und ich habe ihm ja auch geschrieben, also wenn ich, er weiß auch, dass mein Mann verstorben ist, das hat er da in der Kur schon mitgekriegt und und wenn ich dann manchmal traurig wäre und so, da würde ich sein Bild in die Hand nehmen, weil er da drauf lacht und dann würde es mir wieder anders gehen, also es würde mich wieder aufmuntern. Also schon eindeutig, dass da im Herz... Ja, und dann habe ich ihm auch geschrieben, dass ich ihm mein Herz geschlossen hätte und ich käme gegen dieses Gefühl nicht an. Ja. Und ich sage, warum sollte ich auch? Denn ich sage, ich muss ja mit rechnen, dass ich heute oder morgen von dieser Welt gehe und dann wollte ich mir dieses Glücksgefühl ja auch nicht nur vorher nur aus dem Herz reißen. Hat er darauf geantwortet, jetzt auf den Weihnachtsbrief? Auf diesen Brief auch nicht. Ich habe gewartet und gewartet und ich hatte immer Hoffnung. Ich denke, zu Weihnachten schreibt er mir vielleicht. Aber es kam der Heiligabend, das letzte Mal Post und es war nichts da. Und da fiel ich in ein tiefes Loch und da habe ich bitterlich geweint. Ja, glaube ich. Also finde ich auch nicht anständig von ihm. Auch wenn er das nicht erwidert, hätte er antworten müssen. So viele Briefe wird er nicht bekommen, dass er da gar nicht hart drüber wird. Ja, und inzwischen habe ich dann das Geburtsdatum von ihm erfahren. Das war am 15. Januar jetzt. Ja. Und habe ihm ein Büchlein geschickt. Sag bloß, du hast nochmal geschrieben. Ja. Und wieder nichts gehört? Nein. Da habe ich gedacht, so, jetzt warte du noch 14 Tage, dann ist Sense, sage ich, dann rufe ich ihn an. Mhm. Und das habe ich gestern Morgen gemacht. Wie aufregend, erzählen. Mit klopfendem Herzen, also ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass er vielleicht sagt, hören Sie mal, ich will nichts mit Ihnen oder irgendwas, hören Sie auf mit der Korrespondenz. Lass mich eine Vermutung äußern, bevor du weitersprichst. Es könnte ja auch sein, dass er die Briefe gar nicht bekommen hat. Doch, die hat er gekriegt. Erzähl, was er gesagt hat. Ja, und dann, da sah ich hätte wahnsinnige Angst vor diesem Gespräch gehabt, dass er mir vielleicht böse wäre über die Briefe, dass ich ihm vielleicht zu nahe getreten wäre. Und da sagt er, nein, sagt er nicht. Er könnte meine Gefühle verstehen, meine Gefühle für ihn. Und er würde das auch positiv sehen. Ich weiß auch nicht, was er damit meinte. Und
Ja, aber das jetzt von ihm irgendwie, er würde das prinzipiell nicht, dass er jetzt irgendwie schreibt oder telefoniert. So. Ich sage, ist Ihnen das dann schon mal passiert in Ihrer Praxis, dass Sie überhaupt, ja, sagte, das wäre schon vorgekommen. Aber der macht und er hält sich da irgendwie zurück. Aber ich habe aus dem Gespräch nicht entnehmen können, dass er verheiratet ist oder Familie hat. Aber ich kann mir das denken. Er sieht ja, auch ganz gut aus. Warum soll so ein Mann in dem Alter nicht verheiratet sein? Ja. Also hat der eine ganz, ganz klare Grenze gezogen, dass er auf solche Sachen nicht reagiert? Ja, ja, also er würde da drauf, das würde er nie machen. Wie bist du, wie, was für ein Gefühl hattest du, als das Gespräch dann zu Ende war? Tja, auf der einen Seite war ich froh, dass er nicht böse war. Das wollte ich ja eigentlich mit dem Gespräch, wollte ich ja das was erreichen. Ich wollte wissen, ob er böse war und ob ich ihm weiterhin schreiben darf. Er sagte, ja, Sie können mir ruhig weiterschreiben. Ja. Also er liest sie auch mit Interesse so, die Briefe, sagt er mir. So. Also er hat es sehr, sehr nett gesprochen. Dann haben wir von der Kur gesprochen, dass ich wiederkomme. Ach, ich sage, Herr Doktor, wann haben Sie denn Ferien? Und dann sagt er im Juli, sage ich, ich wollte im September kommen. Ja, sagt er, dann ist gut, dann sitzen wir mal uns mal gegenüber und dann können wir das besser mal irgendwie so, darüber sprechen. Das klingt doch ganz gut, finde ich. Ja, aber... Ja, ich meine, ich weiß ja, dass ich von ihm nichts erwarten kann. Will ich ja auch nicht. Ich möchte ja auch nicht, wenn er verheiratet, irgendwie eine Ehe oder was auseinanderbringt. Hören Sie mal, und dieser Altersunterschied, das ist doch blödsinnig. Ja. Aber es ist natürlich eine einseitige Liebe. Das ist eine einseitige Liebe. Aber er ist nicht böse, das ist schon mal wichtig. Nein, er ist nicht böse. Dann hat er gesagt, du kannst weiter schreiben. Ja, ja. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ja. Und es ist geplant, dass ihr euch dann wieder dieses Jahr seht, im September. Im September. Dann würde ich das Ganze einfach mal jetzt auch so locker laufen lassen. Wenn die danach. Sie, ich möchte so gern von ihm, wissen Sie, ich möchte ihn nicht ganz verlieren. Auf gar keinen Fall. Aber nur, dass die Sache ein bisschen abgeschwächt von meiner Seite. Jeden Tag, es vergeht kein Tag, wo ich nicht mal heule. Ja. Ja, vielleicht ich kann auch keine Lieder hören, wenn die da so von Liebe oder irgendwie mal im Radio so Lieder kommen, dann geht's bei mir gleich los. Renate, übrigens, ich sage ja immer du zu dir, das kannst du natürlich zu mir auch sagen, ne? Das ist so Regel hier in der Sendung. Dass wir ja, ist klar, ich weiß, ich hab dich ja schon gesehen. Ja. Also, weißt du, ich finde erstmal toll, dass dieses Gefühl bei dir da ist. Also dieses positive Gefühl, dass ein Gefühl des Verliebtseins da ist. Dass das jetzt natürlich die Schattenseite hat, dass das nicht so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte, ist ein bisschen traurig. Sich das wünscht, ja. Ja, aber andererseits würde ich mich auch erstmal ein bisschen freuen über diese Gefühlsregung in mir. Und was schon gut wäre, wenn du es schaffen würdest, es ein bisschen runterzufahren. Ja, aber wie soll ich das wissen? Meine Tochter sagte auch, Mutti, sieh doch mal die positive Seite. Ja. Du weißt doch jetzt, dass er nicht böse ist. Ja, genau. Und was willst du eigentlich, was hast du denn eigentlich erwartet von dem Gespräch? Genau. Und dass du noch weiter ihm schreiben kannst. Ich finde, dich doch auf den Herbst. Ich sag, mein Gott, da ziehen ja noch so und so viele Monate. Renate, ich finde, du hast eine sehr lebenskluge Tochter. Die hat genau das Richtige gesagt. Sieh wirklich die positive Seite. Dass der jetzt nicht im fliegenden Fahnen zu dir kommt und sagt, ich will dich heiraten, das wäre auch nein, klar. Nee. Da warte ich auch gar nicht von ihm. Freu dich einfach, dass du so eine Gefühlsregung hast noch und dass du das genießen kannst. Und freu dich einfach auf den September. Dann sitzt die ihm gegenüber und dann kann man mal wieder ein Wort sprechen. Ja, aber wissen Sie, ich kriege den überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Den ganzen Tag. Ich hab ihm auch geschrieben, ich würde ihm alles erzählen, hier in seinem Bild. Ich würde ihm guten Nacht sagen, ich sage ihm guten Morgen. Vielleicht wäre ein ganz guter Trick, dieses Foto wegzulegen. Ja, das hat mir mal jemand geraten. Ja, ja. Und da habe ich das auch in die Schublade gelegt. Ja. Nach 2 Tagen war das Bild wieder draußen. Und jetzt kann ich es überhaupt nicht mehr wegtun. Also Renate. Ich habe es sogar in der Küche stehen, ich habe es sogar in meinem Bett stehen. Ja, das. Also ich bin da schon nicht mehr ganz normal. Also da würde ich ein bisschen gegensteuern, damit du dich nicht zu sehr da reinsteigerst in die ganze Sache. Ja, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen da reingesteigert. Das muss so ein kleines bisschen runtergefahren werden und dann würde ich auch sagen, sieh es mit gutem Gefühl und freu dich auf den September. Vielleicht hat aber meine Psychologin noch einen ganz schlauen Rat. Und mal gucken. Möchtest du mit ihr auch noch ein paar Worte sprechen? Ja, passen Sie mal auf.
was halten Sie denn davon? Ich wollte dann schon so nach Ostern, ja, wollte ich doch mal noch mal bei ihm anrufen. Nur kurz eben fragen, wie es ihm geht und mehr nicht. Okay, kann man machen nach Ostern. Meinst du, das könnte ich machen? Ja, finde ich schon. Ich würde ihn nicht übel nehmen. Ich würde ihn auch nicht zu sehr bombardieren mit Briefen. Nicht so viele Briefe schreiben. Ab und zu mal einen. Ja, klar. Eine Kleinigkeit. Einen Anruf noch und dann seht ihr euch im September. Aha. So, und jetzt legst du auf und meine Psychologin ruft dich nochmal an. Ja. Okay? Das ist nett, ja. Liebe Renate, alles Gute. Ja, danke schön. Dir auch. Ja, danke schön. Vielen Dank auch. Jo. Das war unsere 80-jährige Zuschauerin und Zuhörerin Renate, die sich im hohen Alter von 80 Jahren nochmal verliebt hat. Ein bisschen unglücklich, aber eigentlich doch eine schöne Sache, dass das dann nochmal so funktioniert im Herzen. Finde ich eigentlich sehr schön. Finde ich sehr schön. Hier ist Stefan und Stefan ist 39 Jahre. Guten Morgen, Stefan. Hallo. Ja, hallo, Domian. Jo, du bist aber weit weg. Du klingst so weit weg. Aber egal, wir kriegen es schon hin. Stefan, um was geht's? Hallo? Ja, mein Problem ist folgendes. Ich bin seit 17 Jahren verheiratet. Mhm. Habe eine 12, fast 13-jährige Tochter. Mhm. Und bin seit 10 Jahren schwul. Seit 10 Jahren? Lebe dieses auch mehr oder weniger aus, ja. Hatte auch eine fast vierjährige feste Beziehung mit einem Mann, ja, während dieser Ehe. Weiß deine Frau davon? Nein, die weiß von gar nichts. Wer weiß das aus deinem Umfeld? Du beziehungsweise dein Team. Wow. 17 Jahre verheiratet, 12-jährige Tochter, seit 10 Jahren ein Doppelleben. Ja. Wie kam das damals vor 10 Jahren, dass du plötzlich gemerkt hast, da warst du ja auch schon fast 30 ungefähr, ich tendiere auch noch in eine ganz andere Richtung? Ja, ich habe mich für Männer interessiert irgendwann. Vorher gar nicht. Ich kann nicht sagen, ob ich 25, 27, 28 war, ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine große Sache, wenn man dann schon in einer Beziehung ist und immer rein heterosexuell gelebt hat, sich das überhaupt zuzugestehen, dass man auch einen Kerl interessant findet und erotisch findet. Das ist ja auch schon eine große Sache innerlich, erstmal dazu selbst zu stehen, für sich selbst. Ich sag mal, zu Anfangs habe ich dem Ganzen wirklich keine Bedeutung geschenkt und habe gedacht, na okay, das ist mal so ein Erlebnis und fertig. Und, aber es wurde halt irgendwann mehr und irgendwann habe ich halt Gefallen dran gefunden und habe ich jahrelang überhaupt nicht mehr dran gedacht, nach meinem ersten Erlebnis. Ja. Und hatte dann halt eine vierjährige wirklich feste Beziehung. Wusste denn dieser Mann, mit dem du eine Beziehung hattest, eine feste Beziehung hattest, wusste der, dass du verheiratet bist? Ja, das wusste er. Also der war... Wusste er von Anfang an. Mhm. Ich bin diesbezüglich sehr ehrlich gewesen, ja, und ich sag bewusst gewesen. Ja. Und er wollte und konnte damit leben. Mhm. Irgendwann konnte er es nicht mehr. Mhm. Ist das denn daran auch zerbrochen, dass er damit nicht leben konnte, mit dem Geheimnis? Ja. Mhm. Wie ist dein Gefühl zu deiner Frau, mit der du 17 Jahre verheiratet bist? Es ist kein Gefühl mehr da. Es ist gar kein Gefühl mehr da? Nein. Das heißt also nicht, dass du sagst, ich liebe meine Frau auch noch? Nein, nein, nein. Warum? In keinster Weise. Es ist eine Person, die... Wir führen eine Lebensgemeinschaft. Habt ihr auch keinen Sex mehr miteinander? Nein, seit 5 Jahren nicht mehr. Seit 5 Jahren nicht mehr. Warum sagst du es ihr denn dann nicht? Oder warum trennst du dich nicht von ihr? Ich habe Angst wegen meinem Kind. Ja, aber Stefan, ihr werdet nicht das erste Paar, was sich trennt und wo die Eltern, wenn sie klug sind, eine vernünftige Übereinkunft finden, dass das Kind weiter Mama und Papa hat. Aber beide Elternteile einen ihren eigenen und dann für sie auch glücklichen Weg gehen. Domian, für mein Kind gibt es nur eins, das sind Mama und Papa. Das glaube ich. Das soll ja auch weiter so sein. Ja, nur die Frage, ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass deine Frau ist mit Sicherheit auch unglücklich. Hundertprozentig. Wenn ich jetzt mit deiner Frau sprechen würde, wäre das mit Sicherheit so, dass das herauskäme, dass sie unglücklich ist. Ich glaube es noch nicht mal. Ich glaube es noch nicht mal, dass sie es zugeben würde.
Ja, vielleicht nicht sofort, aber ihr habt seit fünf Jahren kein, schlaft ja nicht mehr miteinander. Die merkt es doch auch, dass da keine Leidenschaft mehr ist, dass irgendwas vielleicht mit dir nicht so ist, wie es, sie kann es vielleicht nicht direkt benennen. Und das färbt sich doch auch auf die gesamte Beziehung ab, wenn du auch klar sagst, ich liebe meine Frau nicht mehr. Das heißt, ihr spielt doch eine Lügengeschichte deiner Tochter vor. Ja, natürlich. Ja, das ist doch nicht in Ordnung. Stell dir mal vor, das Kind 10 Jahre weiter, wenn das Kind eine junge Frau ist und die dich dann irgendwann fragt, Papa, was sollte das denn? Wieso hast du nicht zu dir gestanden? Und wieso hast du nicht ehrlich gelebt? Ich bin sicher. Kann ich nur sagen, ich hab gelogen wegen dir. Das andere kann ich nicht sagen. Ja, aber das ist eine feige Ausrede. Ich glaube, das ist eine feige Ausrede. Nein, es ist keine feige Ausrede. Es ist wirklich nur der einzige Grund. Aber du kannst doch, es gibt doch so viele, wie gesagt, getrennte Familien, die ein gutes Arrangement gefunden haben, wie die Kinder weiter gegenseitig zusammen betreut werden. Es gibt auch schwule Väter, die auch weiterhin mit ihren Kindern tollen Kontakt haben. Es gibt auch hunderte von Lebensmodellen, die funktionieren. Warum soll es bei dir nicht funktionieren? Außerdem stelle ich es mir für dich auch äußerst bedrückend vor. Du bist ein gestandener Mann von fast 40 Jahren, der so ein Geheimnis mit sich herumträgt und so eine Selbstverleugnung auch betreibt. Dumm, ja, ich leide ohne Ende, das glaubst du gar nicht. Ja, das glaube ich. Leide wirklich ohne Ende. Ja, das glaube ich. So, und das, so sehr kannst du doch gar nicht spielen. Dieses. Doch, das kann man. Ja, aber das. Glaub es mir. Ja, gut. Aber ich glaube, eine wirklich glückliche Familie hat eine andere Ausstrahlung als eure Familie. Das glaube ich mit Sicherheit. Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch nur, wenn man wirklich selbst mit sich im Reinen ist und glücklich ist, kann man auch einem Kind Glück schenken. Aber nicht, wenn man verkrampft ist und verlogen lebt. Und das tust du. Ja, das tue ich. Das tue ich. Und ich versuche es, oder ich vertusche es, aufgrund meines Berufs. Darf ich fragen, was du für einen Beruf machst? Ich bin halt sehr oft unterwegs. Ja. Und befinde mich 2-3 Tage die Woche halt nicht zu Hause. Ja. Meine Frau führt einen fast ähnlichen Job aus. Und es gibt Zeiten, ich sag mal in den letzten 1,5 oder 2 Jahren, dass wir uns ja manchmal wirklich nur alle 2-3 Wochen sehen. Arrangieren das halt dementsprechend, dass halt immer einer von uns beiden bei dem Kind ist. So, und wenn ihr schon jetzt so ein Leben führt, dann könnt ihr doch auch genau so ein Leben führen auf der Basis einer guten Freundschaft, einer ehrlichen Freundschaft. Aber jeder geht... Ich sehe es so. Ja. Ja, ich sehe es so. Ja, aber... Nur das Thema darf ich meiner Frau nicht bringen, weil ich hundertprozentig... sie würde garantiert mit... Ich sag mal ganz krass ausgedrückt... mit einem Hass mir gegenüber kommen. Ja, weißt du Stefan, dass man das nicht mal so schnell macht, ist mir auch völlig klar. Dass das unter Umständen eine sehr, sehr komplizierte Aktion ist. Aber das ist kein Grund, diese Aktion nicht anzugehen. Ich würde sowas auch immer in Verbindung mit einem Familientherapeuten machen. Immer, damit da jemand bei ist, der moderiert, der ein Mentor ist, der auch berät, wie man das dem Kind nahe bringt und so weiter. Aber ich finde so sehr, dass du was tun musst. Für deine eigene Persönlichkeit, für dein Rückgrat. Im Moment ist das alles nicht gut, was du machst. Und ich höre es ja auch in der Stimme, dass du eigentlich völlig fertig bist. Und ich bin am Ende. Ja. Kann nicht mehr. Ich glaube es. Ich bin gestern. Ich würde dir. Ich meine, geh doch mal. Du hast jetzt hier schon mal angerufen. Das ist ja für dich, glaube ich, auch ein großer Schritt jetzt gewesen. Ja, das war's. Das glaube ich. Geh doch mal ins Internet. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Foren und Selbsthilfegruppen. Es gibt auch solche Initiativen von schwulen Vätern. Versuch doch mal einfach mit Leuten ein bisschen zu reden, mit Männern, die in ähnlicher Situation waren wie du oder vielleicht sogar auch sind. Du, das habe ich schon versucht vor einem Dreivierteljahr. Und?
Dann hat mir den einen Ratschlag gegeben, den anderen Ratschlag gegeben. Das Ganze war belächelnd in einer einen oder anderen Art und Weise. Und ich habe letztendlich daraus nichts entnehmen können. Mhm. Mhm. Ich stand da und habe gedacht, ja, du Depp, was bist du da überhaupt hingegangen? Ne? Ach, du bist richtig real hingegangen, gar nicht, du hast nicht gechattet, sondern du bist in so eine Gruppe gegangen. Ja, ich bin direkt hingegangen. Mhm. Ich bin wirklich nicht der Typ, der, ich sag mal, das Gespräch heute mit dir ist wirklich nicht meine Art. Mhm. Aber ich kann nicht mehr und ich bin gestern auf der Autobahn gewesen und ich habe gesagt, Stefan, komm, mach Schluss. Ja, hör mal, komm. Und ich kann nicht mehr. Das ist ja nun das Bescheuertste überhaupt. Ja. Du erzählst mir was du für dein Kind tust und du spielst mit dem Gedanken, deinem Kind den Vater zu nehmen. Das ist das. Das habe ich mir dann ja hinterher auch gleich sofort gesagt. Ja, ist dann wirklich feige. Das ist wirklich feige, Stefan. Ja, nein, das werde ich auch nicht tun. Bestimmt nicht. Dann musst du jetzt. Aber der Gedanke hat mich wirklich mehr als beängstigt. Ja, vielleicht hätte dich aufgerüttelt. Vielleicht war es gut, dass du so weit abgesunken bist innerlich, dass der Gedanke dich aufgerüttelt hat. Pass mal auf, wenn das so schwer ist für dich, wenn das für dich so unvorstellbar ist, diesen Weg zu gehen, dann suche du dir doch, so wie du bei mir jetzt erstmal als Gesprächspartner Hilfe gesucht hast, dann such du dir doch sehr schnell für dich alleine erstmal einen Therapeuten. Um mit diesen Menschen die Situation zu besprechen und die Situation auch vorzubereiten, was du für weitere Schritte dann unternehmen solltest. Auf jeden Fall, dass du einen kompetenten Gesprächspartner hast. Das würde ich dir raten. Mit dem Ziel wirklich irgendwann dich zu dem zu bekennen, was du bist und wer du bist. Ich möchte gerne. So, jetzt ich möchte wirklich mein Leben, endlich mein Leben. Jetzt werden wir dir gleich mal noch ein paar Kontaktadressen geben in Sachen Psychotherapie. Ja, gerne. Und ich finde das erstmal gut, dass du angerufen hast. Aber in all der Not weiß ich, was das bedeutet für dich. Das finde ich gut. Und mach den Schritt weiter. Ich glaube, ich könnte meine Seele verwetten, dass dein Kind irgendwann zu dir sagen wird, Papa, wie mutig damals, dass du es gemacht hast. Ich habe Respekt für dich. Ich glaube das. So, Stefan. Domian, danke. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an, okay? Danke, Domian. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss, Stefan. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis für morgen. Morgen haben wir wieder Themennacht. Wir haben jetzt immer wieder dienstags und donnerstags einen Themenschwerpunkt. Und morgen heißt unser Thema Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Ihr könnt Näheres zu diesem Thema, überhaupt zu unseren Themen, auch lesen unter www.domian.de. Morgen also Geschwisterliebe, Geschwisterhass. Ich möchte ja mit euch reden über eure Geschwister. Wie sehr ihr vielleicht eure Geschwister oder einen Bruder, eine Schwester hasst oder vielleicht so sehr liebt, dass das auch schon wieder das Normale übersteigt und aber vielleicht auch nicht das Normale übersteigt, sondern etwas ganz Besonderes in eurem Leben ist, vielleicht so besonders, dass diese Geschwisterliebe euch durch alle Turbulenzen des Lebens bisher geleitet hat und ihr sagt, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Geschwisterliebe und Geschwisterhass, Geschichten rund um eure Geschwister, was ihr mit euren Geschwistern erlebt habt, Schlimmes, ganz Schlimmes oder auch ganz, ganz Tolles. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch anmelden unter, wie gesagt, domian@wdr.de. Hier ist Saskia. Saskia ist 23 Jahre alt. Hallo Saskia. Ja, hallo Domian. Jo. Ich bin Saskia. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe ein ziemliches Problem. Also am 23.08. letztes Jahr ist mein Leben drastisch verändert worden. Mein Mann und ich, wir waren auf der Lager in Leverkusen. Ich bin nervös. Wo war ich? Aufgeregt. Auf der Lager? Ja, auf der Lager. Da war dieser Feuerzauber. So ein Riesenfeuerwerk. Ah, wusste ich nicht. Genau. Ja, okay. Wusstest du nicht? Nee. Also hast du nichts verpasst. Mhm. So, und dann sind wir auf dem Nachhauseweg gewesen. Also war ein wunderschöner Abend. Dann waren wir auf dem Nachhauseweg und dann hat mein Mann gesehen, dass ein Mann eine Frau verprügelt ist. Mein Mann natürlich erstmal dazwischen gegangen. Mhm. So, und ich war abseits. Und jetzt haben die zwei irgendwann mal ein Handgemenge gehabt und ist der Herr dann in seine Wohnung gerannt und schrie, ja, ich hole irgendwie einen Baseballschläger, ich schlag euch tot. Mhm.
So, das ist ja noch, da habe ich erstmal, was ist denn jetzt los? Irgendwann kam der Mensch wieder, rennt mit einem Besenstiel, also mit so einer Tapezierstange auf mich los und trifft mich am Auge. Seitdem bin ich umgefallen, saß auf der Straße, Hand an mein Auge und meinte so, was ist denn jetzt los? Und der Mann ist einfach weggerannt und mein Mann ist durch die ganze Straße gerannt und hat nach Hilfe gerufen und keiner kam, bis irgendwann mein Auto angehalten hat. Ja, da sind wir nach ins Krankenhaus nach Meerheim und da wurde mir gesagt, dass mein Auge ziemlich schwer verletzt ist. Boah, ich krieg zu viel, wenn ich das jetzt alles erzähle. Und da haben die direkt eine Not-OP gemacht um 2.05 Uhr und dann haben die mir das Auge zusammengeflickt und irgendwann bin ich dann wach geworden, haben die mir gesagt, die wissen nicht, ob sie mir mein Auge retten können, das rechte Auge. Und jetzt habe ich jetzt die dritte OP, war jetzt nach Nikolaus. Ja. Und die haben mir jetzt eine neue Linse reingesetzt und ich danke den Leuten da auch wirklich im Meerheim. Die haben Arbeit geleistet, also Hammer. Und es wird jetzt so aussehen, dass ich das Auge doch behalten kann und dass ich wieder einigermaßen sehen kann. Also so, ist das so im Moment? 30%. Ja, der Verband ist ab. Ja, natürlich. Ist alles ab, ja. Und du kannst schon, immerhin 30% kannst du sehen mit dem Auge, jetzt im Moment. Ja, genau, richtig. Was habt ihr diesen Mann angezeigt? Ja, es kam ja direkt an die Polizei, das habe ich alles nicht mehr so mitbekommen. Also irgendwann kam mal so ein Notarztwagen vor mir und Blaulicht konnte ich noch sehen und irgendwann habe ich nur gehört, ja, Polizei, und mein Mann war am Toben, ich schlag den Tod und musste meinen Mann festhalten und mehr habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Also war ich schon im Krankenwagen drinne und da habe ich erstmal Schmerz mitbekommen. Da war Man hat auf jeden Fall diesen Mann gefasst, man weiß, wer das ist. Genau. Anzeige läuft wahrscheinlich? Läuft alles, genau. Ja. Ich hatte vom Weißen Ring habe ich einen Anwalt gestellt bekommen und jetzt im Februar ist dann die Verhandlung und ich weiß wirklich nicht, was ich da tun soll. Soll ich auf den zurennen? Soll ich sagen, ey, du blöder Hund, du Arschloch, was hast du getan? Oder soll ich normal vor ihm stehen? Wenn du wenn du es kannst, solltest du normal vor ihm stehen. Meinst du, soll ich die Größe bewahren? Ja, finde ich schon. Ja, ist auch schwierig. Damit du nicht irgendetwas noch tust in dem Prozess durch dein Verhalten, was dir wieder zum Nachteil gereicht werden könnte. Emotional wird das hoffentlich jeder Richter dann auch verstehen, wenn du siehst den dann zum ersten Mal, ne? Nee, ich sehe ihn dann zum zweiten Mal. Ja gut, nach der Tat jetzt. Genau, richtig. Ja, ich habe auch immer Angst, wenn ich hier durch die Stadt laufe, dass er vor mir steht. Ich habe auch Angst, dass mein Mann irgendeinen Fehler macht. Also der meinte, wenn die Gerichtsverhandlung durch ist, dann weiß er nicht, was er tut. Ja, das also da ist ein Hass. Da ist also so das, ein Hass, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du mich jetzt sehen könntest, weißt du, würdest du mich verstehen. Ich bin 23. Mann, der hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Verstehe ich. Ich kann das subjektiv absolut nachvollziehen. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Ich kann auch den Hass verstehen, den hätte ich wahrscheinlich auch. Ja, aber ich verstehe das bis heute nicht. Warum gerade ich? Also, war so ein schöner Abend, weißt du, und dann geht man nach Hause, dann so eine Scheiße auf Deutsch, Entschuldigung. So, jetzt lass mich aber sagen, ich sage es ja jetzt als Außenstehender und ich sage es wirklich dir zum Guten, ja. Was du deinem Mann wirklich eintrichtern musst, bei allem Verständnis für seinen Hass, soll er die Finger von dem Typ lassen. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Er muss die Finger von dem Typ lassen. Ja, aber es ist schwierig. Abgesehen davon, dass Selbstjustiz Gott sei Dank kein Verhalten in unserer Gesellschaft ist mehr, tut er sich und euch ja auch nur Schlechtes an. Das heißt, er käme wegen diesem Typ unter Umständen in den Knast und eure Beziehung wäre dann auch belastet. Familie im Bach runter, und so weiter. Nein, also da muss man wirklich alles, was man an Kraft aufbringt, zusammenraufen, um zu sagen, nein, das geht jetzt einen gesetzlichen Weg, dafür sind die Gesetze und die Gerichte da. Und auch wenn hinterher was rauskommt, wo man sagt, das ist viel zu wenig, muss man das hinnehmen. Das muss man hinnehmen. So ist nun mal die Regelung, in der wir leben und die ist ja auch gut so. Wenn jeder das nach seinem Gefühl richten und rechten würde, würden wir in einer furchtbaren, brutalen Welt leben. Gott sei Dank ist es nicht so. Aber ich kann dich auch so gut nachvollziehen. Da gehst du, wie du gerade sagst, ihr habt einen schönen Abend und geht einfach nach Hause. Und dein Freund, dein Mann wollte ja noch helfen. Genau, richtig. Und dann kommt so ein Hirni da und bereitet dir so ein Unglück. Ja, das kann man nicht beschreiben. Ja, ich komme da heute noch nicht drauf klar. Wenn ich mich im Spiegel ansehe, ich kriege da zu viel. Mhm. Die
sagen zwar, sie würden das irgendwann wieder hinkriegen, so mit vierter OP und fünfter OP. Ich sage, ja, aber das ist innen, das ist alles kaputt. Wenn ich rausgehe, ich habe eine Sonnenbrille an, also wenn mich jemand anguckt und es kommt mir nur jemand zu nah, da kriege ich zu viel. Mhm. War mal hier in Köln auf dem Weihnachtsmarkt und alles, ich kann das nicht, ich bin direkt wieder raus aus dem Tumult, ich habe Angstzustände. Mhm. Ja, kann also ich kann das absolut nicht. Mhm. Und wenn das zu laut irgendwo ist, da ziehe ich den Kopf ein. Ja. Also der hat was getan, das kann der nicht gut machen. Weißt du was über diesen Mann eigentlich? Ich weiß alles. Du weißt alles. Mhm. Ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, was er arbeitet, ich weiß, was für ein Auto fährt. Mhm. Ich weiß das alles. Ja, ich war einfach mal neugierig, ich bin einfach da mal hingegangen. Zu der Stelle. Zu der Stelle? Mhm. Ja, das war ja da, wo er gewohnt hat. Ja. Da bist du hingegangen, hattest nicht Angst? Ich bin da hingegangen. Nicht Angst, dass er da irgendwie nochmal auftaucht? Nee, ich war ja nicht alleine. Ich war mit meiner Freundin da und habe ich gesagt, komm, auf der anderen Straße, da gucken wir mal. Zum Glück war er nicht da. Hm. Wobei ich das eigentlich wieder ganz psychologisch ganz geschickt finde, mal dahin zu gehen, um sich zu konfrontieren, mit dem Tatort, wo das passiert ist. Genau. Wenn du oder ihr beide so voller Hass seid, und bei dir kann man das ja noch mehr verstehen, weil es ja um deine eigene Gesundheit geht und auch vor allen Dingen darum, dass du du bist ja auch irritiert, seitdem du hast Angst, auf die Straße zu gehen, richtig, wie du es gerade geschildert hast. Ja, überhaupt das Ganze, ja, ich habe ja noch einen kleinen Sohn von 2,5 und dann geht man mit dem über die Straße und du siehst selber nicht richtig viel. Mhm. Also es ist ziemlich schwierig. Merkt das ja jetzt, dass die Mama da was hat und er passt ja auch wirklich auf. Aber also für diese gesamte psychische Erschütterung, die dir da angetan worden ist, würde ich dir dringend, deinem Partner auch dringend eine Beratungsstelle empfehlen. Ja, das haben wir ja versucht, die haben alle irgendwie keine Zeit. Ich habe jetzt 7 Psychologen hier in Leverkusen und Umgebung abgeklappert, die haben alle keine Zeit. Die haben keine Zeit? Nee, wir haben keinen Platz, hieß es, und wir können jetzt nicht und wir fahren in Urlaub. Habe ich gesagt, wie ist denn hier los? Nun ist das ich ja weiß nicht überhaupt, was mir passiert ist. War ich am Heulen bei jemandem, das war denen egal. Ich weiß nicht, was da abgeht mit der Psychologen. Ja, das ist finde ich auch sehr, sehr ärgerlich und sehr erstaunlich, weil es ein akuter Fall ist, wo man eigentlich direkt was machen müsste. Da werden wir jetzt mal überlegen, ob wir dir ein bisschen helfen können. Ja, das machen wir jetzt gleich im Hintergrund. Wir rufen dich gleich nochmal an. Generell bei aller Traurigkeit und bei aller Wut, trotzdem sei froh, dass das Auge da ist. Und dass du, wenn auch nur 30% sehen kannst, es hätte noch schlimmer kommen können. Ja, ich hätte den Kopf nur ein bisschen weiter drehen müssen, da wäre die Schläfe, das stimmt schon. Ja, ich meine, das ist immer nicht so, vielleicht wirkt das nicht so als Trost, aber wenn man sich das dann wirklich vor Augen hält, ist das schon ein Trost, wenn man denkt, was noch schlimmer hätte kommen können. Das stimmt. Und behalte Wahrung und Größe im Gericht, Saskia. Ja, es wird schwierig. Ja, es wird schwer. Aber da kannst du. Wo ich mir irgendwas, wo ich drauf beiße, was weiß ich, was ich mache, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ja. Hinterher wirst du für dich über dich stolz sein, glaube ich. Ja. Wenn du es schaffst. Ja, mein ganzes Umfeld sagt ja sowieso, was du zurzeit für Stärke zeigst. Also die würden normalerweise, die sagen, warum heulst du nicht? Warum machst du das alles? Ja, ich bin ja zu Hause und mach und tu und putz. Mhm. Mir ist das egal. Jetzt legst du auf. Ich kann das irgendwie ein bisschen, wie sagt man das? Von mir wegschieben. Ja, wobei das auch nicht so die richtige Sache wahrscheinlich ist im Moment. Es müsste schon richtig aufgearbeitet werden. Genau, nachts werde ich wach und ach, das ist. Du legst mal auf und wir überlegen mal gemeinsam im Hintergrund, ob wir dir da nicht zumindest etwas helfen können, dass du relativ schnell an eine Beratung kommst. Das wäre lieb. Alles Gute, Saskia. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Wiederhören. Jo. 0800 220 5050. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Ich möchte mich gerne mit euch über eure Geschwister unterhalten. Über die vielleicht krassen Sachen, die ihr mit euren Geschwistern erlebt habt. Schlimme Sachen, die euch eure Geschwister angetan haben, die ihr nie vergessen könnt. Vielleicht aber auch über die tollen Sachen, wo ihr sagt, das gibt es nur unter Geschwistern. So wie mein Bruder, wie meine Schwester, ist niemand auf der Welt. Und so werde ich auch nie jemanden treffen. Also Geschwisterliebe und Geschwisterhass, das ist unser Thema morgen Nacht. Hier ist Chris und Chris ist 25 Jahre. Hallo, hallo mein lieber Chris. Hallo Domi. Ja. Chris, um was geht's bei dir? Und zwar folgendes, vor einem halben Jahr ist meine Halbschwester auf dem Schulhof einfach zusammengebrochen. Ich war Sanitäter und wir haben den Alarm bekommen, auf 15-jähriges Mädchen ist zusammengebrochen, RTW und NRF ist sofort ausgerückt. Ich wusste aber nicht, dass sie das ist. Hm. Wer ist ausgerückt? NTV? Also Rettungswagen und Notarztwagen sind ausgerückt. Und seitdem gibt mir mein Vater die Schuld an dem Tod von meiner kleinen Schwester einfach.
Hör mal, was ist denn, also du bist dann mit ausgerückt? Ja, ich hatte dann den Tagdienst. Und du bist da vorgefahren und hast dann gesehen, das ist deine Halbschwester, deine kleine Halbschwester. Ja. Wie alt war sie? 15. Was war denn mit dem Mädchen los? Was wir nicht wussten, ist, sie hatte mit dem Herzen was. Mhm. Und wir konnten nichts mehr tun. Nichts mehr. Also sie ist auf dem Schulhof zusammengeklappt und war tot? Ja. Mhm. Auf der Stelle? Auf der Stelle. Ja. Aber mit dir zusammen war doch ein Arzt auch dort. Ja. Und er hat mich selber, ich habe eine halbe Stunde reanimiert und ich konnte nicht mehr. Er hat gesagt, es geht nicht mehr, es ist nichts mehr. Und du bist ausgebildeter Rettungssanitäter. Rettungssanitäter. Und dein Vater gibt dir jetzt die Schuld, dass das Kind gestorben ist? Ja. Weil? Weil wir hätten nicht richtig gearbeitet, wir hätten, ich weiß es nicht. Wie war dein Verhältnis bis zu diesem Zeitpunkt zu deinem Vater? Wir haben uns super verstanden, wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich habe sie richtig als kleine Schwester geliebt. Und wie war dein Verhältnis bis zu diesem Vorfall mit deinem Vater, zu deinem Vater? Spitze eigentlich. Spitze. Du sagst Halbschwester, wie ist das zustande gekommen? Meine Eltern waren verheiratet, dann haben sie sich scheiden lassen. Mhm. Das ist jetzt 6 Jahre her. Ja. Und davor hatte er hatte dann jemanden geheiratet. Mhm. Und dann haben uns eigentlich super verstanden, alles drum und dran. Die Mutter von deiner Halbschwester kanntest du auch? Ja. Welche Position, welche Meinung hat sie? Sie schimpft immer meinen Vater, er soll das was lassen und... Aber also, er hört nicht. Mein Vater, der ist ein Tyrann, der brüllt wegen jeder Kleinigkeit. Das heißt, die Mutter des Kindes gibt dir nicht die Schuld? Nein, das ist nur mein Vater, der hat mich nicht mal auf die Beerdigung gelassen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja ganz schlimm. Das ist in diesem Schmerz, das potenziert den Schmerz ja nochmal um ein Mehrfaches. Das heißt, du hast deine Halbschwester, zu der du ein gutes Verhältnis hast, verloren. Es ist schon schlimm genug, wenn man dann da hingerufen wird und plötzlich da einen Angehörigen sieht, den man behandeln muss, wenn man im Rettungsdienst arbeitet. Und er hat zum Beispiel heute noch zu mir gesagt, am liebsten soll ich doch an ihrer Stelle sein. Boah, das ist krass. Ist das heftig. Und den Tag davor haben wir uns richtig gestritten, das geht nicht mehr. Wie kann dieser Mann denn das tun? Wie kann er denn so eine Schuld auf sich laden, was er gerade macht? Wie kann er denn einen Menschen so belasten, dich so belasten? Ich weiß es nicht, ich wache nachts schweißgebadet auf. Ich sehe immer noch die Türme vor mir. Also einmal war ein Arzt da, der sowieso die Hauptverantwortung trägt. Ja. So. Und zum anderen wird er doch hundertprozentig davon ausgehen, dass du, wo ihr so ein gutes Verhältnis hattet, auch wenn ihr kein gutes Verhältnis gehabt hättet, dass du alles, was in deinem Rahmen möglich war, getan hast, was man tun konnte. Ja. Und dennoch sagt er so schlimme Sachen zu dir und beschuldigt dich, dass du... Ja, das ist meine Ex-Freundin, die haltet zu ihm. Sie sagt auch, ich sei schuld und so weiter und so fort. Deine Ex-Freundin auch? Ja, wir wollten heiraten, alles drum und dran. Und die ist deine Ex-Freundin jetzt wegen dieses Vorfalls? Auch. Also das heißt, ihr habt euch getrennt nach diesem Vorfall? Sie hat sich getrennt, sie hat gesagt, sie möchte mit einem Mörder nichts mehr zu tun haben. Das ist doch unglaublich. Das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar, Chris. Wenn ich manchmal meinen besten Freund nicht gehabt hätte, ich hätte echt manchmal Dummheiten gebaut. Welche wichtigen Menschen halten denn zu dir im Moment? Das sind meine besten Freunde, alles drum und dran. Lebt deine Mutter noch? Meine Mutter lebt noch, ja. Was sagt die? Sie sagt, lass den doch einfach spinnen, irgendwann beruhigt er sich, alles drum und dran. Er hat mir sogar gesagt, er enterbt mich, alles drum und dran. Aber dennoch wiegt natürlich diese Beschuldigung äußerst schwer. Ja. Gibt es denn, ich meine, wenn man so durcheinander ist, dann funktioniert die Selbsteinschätzung ja nicht mehr richtig. Gibt es, wenn du darüber nachdenkst, tatsächlich Momente, wo du denkst, ich habe Schuld? Ja, das gibt's. Heute gibt es wieder. Ich bin gestern Nacht schweißgebadet aufgewacht. Es ist. Das kann sich keiner vorstellen. Ich habe deswegen auch meinen Dienst beim Rettungsdienst quittiert.
Ich habe mich eine Zeit lang in den Innendienst versetzen lassen ans Telefon, bei der Leitstelle. Aber wenn ich da manchmal, die Leute haben angerufen und selbst da konnte ich nicht mal die Leute beruhigen. Ich konnte sicher, weil ich andauernd immer die Bilder vor die Augen gehabt habe. Wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf? Ich habe nebenher angefangen, dass ich nicht zur Bundeswehr musste. Und dann bin ich gleich richtig eingestiegen. Ich habe mit 18 angefangen. Also schon eine ganze Weile. Also, ja. Wissen deine Kollegen um dieses Drama, dass der Vater dich beschuldigt? Die wissen natürlich, dass das deine Halbschwester war. Ja. Wissen die auch von den Beschuldigungen? Also ein Teil von meinen Kollegen wissen es. Die schütteln einfach den Kopf und sagen, Mensch Junge, zieh aus, zieh aus. Ach, du wohnst da immer noch? Ja, ich habe eine Wohnung im Haus von meinen Eltern. Ich habe zum Beispiel ihr Tagebuch noch. Das Tagebuch von deiner Halbschwester. Ja. Ich habe zum Beispiel auch zu ihrer Mutter gesagt, sie soll doch bitte das Zimmer so lassen, wie es ist. Mein Vater hat gleich an dem gleichen Tag noch das Zimmer ausgeräumt. Ich konnte nicht mal mich richtig von ihr verabschieden. Aber was ich aber auch finde, Chris, was deine Leute dir da sagen, wenn du da wohnst, und nach dem, was jetzt vorgefallen ist, musst du da aber sowas von schnell raus. Du musst dich diesem Mann entziehen. Das ist ja grauenhaft, wenn du den auch nur jeden Tag siehst. Und die Gefahr läuft, dass der jeden Tag nur, und sei es nur ein Blick, geschweige denn irgendwelche Dinge zu dir sagt. Wenn es auch kompliziert ist, aber du hast ja einen Job und verdienst Geld, also kannst du dir eine Wohnung finanzieren. Du musst da raus. Das ist das allererste, was du jetzt arrangieren musst. Raus da. Also die Kollegen, also ein paar Freunde haben mir jetzt Internetradio gemacht und es hilft mir manchmal auch. Wenn wir machen auf Themenabende, da waren auch Leute dabei, die haben das Ähnliche auch durchgemacht. Und ich kann mich ab und zu diese Leute in ihre Lage reinversetzen. Nun denke ich mir, wenn du im Rettungsdienst arbeitest, bist du und seid ihr ja ständig mit ganz schweren Dingen konfrontiert. Gibt es da eine Anbindung, vielleicht auch für andere Fälle, wo es sehr, sehr hart zugeht? Gibt es eine Anbindung an einen psychologischen Hilfsdienst? Ja, aber ich habe nie darüber gesprochen, nie, weil ich immer mich hineingefressen habe. Spätestens jetzt, finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen, dass du darüber sprechen musst. Dass du brauchst einfach ein Ventil, dass du mit einer vernünftigen Person zusammen bist und sprichst, um das abzufedern, was dein Vater dir da antut. Zum Beispiel von meiner Ex-Freundin, also von meiner Schwester, der Ex, also der Freund jetzt, der hat seitdem keine andere Freundin mehr angeguckt. Wir haben heute noch Kontakt und der sagt selber zu mir, du hast alles Menschenmögliche getan. Ja, Chris, ohne dass ich jetzt irgendwelche Einzelheiten weiß, davon gehe ich auch 1000%ig aus. Und ich bin fassungslos, dass ein Vater seinem Kind, du bist ja nun auch sein Kind, so etwas antun kann. Auch bei allem Verständnis für den Schmerz, den dein Vater empfindet. Aber selbst die eigene Mutter des Kindes tut dir das nicht an. Ich finde es unfassbar, was dein Vater da macht. Mit nichts zu erklären und zu entschuldigen. Zu entschuldigen auf keinen Fall. Meine Ex-Freundin, die verstehen sich einfach gut und sie hat mich einfach dann verlassen, weil sie gesagt hat, sie möchte mit einem Mörder nicht unter eine Decke leben. Auch dieses ist für mich unbegreiflich. Unbegreiflich, dass deine Freundin so reagiert. Wie kann denn, weißt du, wenn der Vater, da kann man ja noch sagen, in einer gewissen Weise, der Mann ist so traumatisiert und der dreht einfach durch im Moment. Das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung. Aber warum deine Freundin so reagiert, das ist mir komplett unbegreiflich. Hast du da eine eigene These? Nein. Wie lange warst du denn mit der Freundin zusammen? Über ein Jahr. Die zwei haben sich ab und zu gestritten, alles drum und dran, alles. Und also, was ich jetzt nur dir... Unsere Sendung ist gleich vorbei, du hörst hier im Hintergrund die Musik. Was ich jetzt von meiner Seite aus nochmal sagen möchte, ist, du musst aus der Wohnung raus, aus dem Haus da raus. Du musst von dem Mann weg. Das muss sich beruhigen, du musst da weg. Und das Zweite ist, du brauchst eine Hilfe. Du brauchst einen Ansprechpartner. Wir sind hier gleich auch behilflich, noch jemanden zu finden. Vielleicht hast du noch sogar noch bessere Verbindungen, aber wir werden auch gleich nochmal gucken und helfen. Was ich noch sagen wollte ist,
wir waren am Donnerstag, waren wir in der Diskothek. Mhm. Da ist auch ein Mädchen zusammengebrochen, die hatte eine Alkoholvergiftung und da konnte ich alles aus dem FF, mhm. aber bei ihr nicht. Ja, aber es war wahrscheinlich ein ganz anderer Fall. Das war eine Alkoholvergiftung und bei deiner Schwester war es wohl ein sehr schwerer Herzfehler, der die Ursache war. Also kann man das ja gar nicht vergleichen miteinander. Ja. Lieber Chris, du legst bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und besprechen alle weiteren Schritte, okay? Alles klar, ich bedanke mich bei dir. Ne? Lieber Chris, mach's gut, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Ich möchte gerne mit euch über eure Geschwister reden, über die schönen Sachen, über die schlimmen Sachen, die ihr mit euren Geschwistern verbindet. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und hoffe, dass wir morgen pünktlich sind. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.